Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salut et fraternité, citoyens les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der Europakampagne von Napoleon und du kannst eigentlich noch ein bisschen weiter hier rüberlaufen. Den Agenten da, den können wir noch einsetzen. Wir haben nicht mehr viel Patte übrig. Ich weiß nicht, nee, wir rekrutieren nichts mehr, die 500 Kröten, die sparen wir uns jetzt für die nächste Runde. Da ist eine Armee drin, was ist denn das? Ach so, das sind hier noch zwei Milizen, naja, kommen wir mit denen noch dazu. Jo, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, Zagreb werden wir jetzt wahrscheinlich nächste Runde verlieren. Wenn wir es verlieren, dann ist es halt so. Wir müssen mal gucken, wie das wird. Napoleon steht vor Wien, wir haben im letzten Part die Armee von Wien fast vollständig vernichtet. Da ist fast nichts mehr übrig geblieben. Gucken wir mal. Ich wollte im letzten Part auch noch was zur Schlacht von Trafalgar sagen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aha, da kommt es also auch dazu. Das nehmen wir nicht an. Sie fordern auf, dass wir kapitulieren. Das nehmen wir an. Ah, der alte Schweinstreiber. Zieh dich zurück. Boah, der ist mutig, ne? Das ist okay, das nehme ich an. Das ist ja fies, ey. Das ist ja echt fies. Ja, dann wird Mark Gribouval jetzt mal kurz verteidigen. Das ist ja schwachsinnig. Okay, nee, wir machen das folgendermaßen. Du stellst dich in den dichtesten Wald. Und dann soll er mal kommen, weil die Kavallerie verliert ja ihren Ansturmbonus größtenteils im Wald. Oh Gott, das kann auch Jahrhunderte dauern, bis er da ist, ne? Ah ja gut, dann sage ich in der Zeit mal was zur Schlacht von Trafalgar. Das wollte ich ja noch wiederholen. Und da kann ich auch noch ein bisschen was zu den historischen Persönlichkeiten gerade rücken. Warum ist das so ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte? Vielleicht auch nur nochmal gerade. Also die Schlacht von Trafalgar ist halt so... Das ist halt so das, eines der Ereignisse der napoleonischen Kriege. Ach, das ist 6 Regiment zu Pferde. Ach, das ist ein Chevaulier. Ah, interessant. Das ist halt das Ereignis der britischen Marine. Das Ereignis, das die britische Marine für, ja, also ich würde mal sagen, über 100 Jahre, naja, oder sagen wir mal, ja doch, eigentlich schon für über 100 Jahre zu der überlegenen. Ja, das kann man ja eigentlich nicht mehr steigern, oder? Also zumindest ergibt es wenig Sinn, dass die britische Armee zu der überlegenen Sir, Macht schlechthin Sir, machte. Unser General wird angegriffen. Irgendwie funktioniert meine Steuerung gerade nicht. Aber gut. Ja, das ist merkwürdig. Ich versuche noch ein bisschen näher ranzugehen, damit ich ein bisschen mehr Feuer geben kann. Ach, der kriegt nur eine Erfahrung, das ist aber freundlich. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, Gefecht können wir an der Stelle beenden, weil einholen kann ich ihn nicht. Merkwürdig. Okay, damit wäre die Armee dann auch weg. Aha, nö, nehme ich nicht an. Oh nein, jetzt hätte er sich so weit nach Norden zurückgezogen. Das ist ja aber echt blöd. Denn jetzt kann ich ja nicht direkt unten meine Stadt wieder freisetzen. Das ist blöd. Ja, es war die Schlacht, die den Briten für über ein Jahrhundert die... Oh, das ist der Krieg mit Sachsen. 100 Pro. 100 Pro.
Also es war halt die Schlacht, die den Briten so lange die Vormacht sicherte. Er traf aufeinander, das Vereinigte Königreich kämpfte gegen Frankreich und natürlich noch gegen die große spanische Armada. So groß war die spanische Armada zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr. Es war von der spanischen Armada nicht mehr das übrig, womit man sie vorher verbannt. Jetzt müssen wir gerade schauen. Olmütz ist dafür jetzt recht sicher unser. Dann holen wir uns schon mal Olmütz. Wir werden das friedlich besetzen. Und wir packen auch direkt eine Miliz rein. Mission erteilt. Der Marsch auf Moskau. Okay. Provinz erobert, Rekrutierungsbericht. Gebäude errichtet. Eine klassische Universität in Flandern. Das ist super. Das ist hervorragend. Ja, komm, du bist so schnell in Paris. Lauf da mal hin. Ich muss mal gerade gucken. Was machst du denn hier? Der Shield, die Batavische Republik, die schielt so ein bisschen auf mich, habe ich den Eindruck. Ja? Ach komm, du läufst mal dazu. Wenn Sachsen uns angreift, dann stehen wir da in der Nähe auf jeden Fall. Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Wir brauchen jetzt erstmal nur den einen General da drüben. Provinz verloren, Kroatien holen wir uns zurück. Ich muss mir nachher für diese Erzählung zur Schlacht von Trafalgar muss ich mir mehr Zeit nehmen. Das geht jetzt noch nicht. Sorry. Werde ich dann später machen. Du kannst hier hochlaufen. Stopp, bist du bekloppt? Alter, warum willst du denn da mitten durch Wien durchlaufen? Du stehst doch da wie auf dem Präsentierteller für diese riesen Armee. Also manchmal musst du echt, ne? Also, ne, sorry. Manchmal langt man sich doch echt an den Kopf. Mein süßer Napoleon, du bist da. Ja, ich glaube, Budapest können wir uns echt so auf den Weg holen. Erstmal hier der Kampf. Ja, das können wir automatisch machen. Oh Gott, wir haben 34 Mann verloren. Viel zu viel. So. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch automatisch. Das ist eine Schlacht gegen so viele Bürger, ne? Ich überlege gerade. Wie lange haben wir schon? 6 Minuten, paar und Dings, ne? Dann speichern wir mal einfach hier. Okay. Gut. Ja, vielleicht kann ich aber schon mal sagen zum Hintergrund, warum ich noch was zur Schlacht von Trafalgar sagen will. Nicht einfach nur, weil das so ein wichtiges Ereignis ist, sondern weil ich nochmal gerade, ich will noch etwas gerade rücken, und zwar eben die Person von Villeneuve, dem französischen Admiral, über den ich am Anfang auch schon gesprochen habe. Dann treffen wir uns also hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Terrain mal wieder relativ ungünstig für meine Artillerie. Günstigstes Gelände für meine Artillerie auf jeden Fall hier drüben. Dann stellen wir sie hier auch auf. Nimm die Voltigeure mal raus. So, und dann... Ups. Stellen wir euch mal so hin, dann stehen sich die Einheiten ja gegenüber, ne? So, hier machen wir jetzt das Verhalten der leichten Infanterie nochmal an.
Napoleon dahinter. Wo steht seine Kavallerie? Verteilt auf der Flanke. Dann stellen wir uns auf die linke. Ich hab's lieber auf einer Flanke, die Kavallerieüberlegenheit zu haben. Okay. Okay, sehr schön. Meine Einheiten sind kreuz und quer aufgestellt. Napoleon, stellen wir mal da ins Wäldchen. Der spielt extrem offensiv mit seiner Kavallerie. Das macht die KI halt häufiger, ne? Das Doofe ist, wir schießen jetzt halt hier durch dieses Wäldchen. Das ist nicht so optimal. Aber wir können schon mal ein paar gute Treffer setzen. Ihr dürft übrigens auch plänkeln, wenn euch die Kavallerie zu nahe kommt. Sieht jetzt für mich so aus, als wolle er auf der rechten Flanke so eine Übermacht herstellen. Da müssen wir mal gerade reagieren. Möchte er definitiv. Ihr müsst jetzt ein bisschen schneller sein, denn ein Teil der Einheiten kann hier nicht mehr ins Karree. Wir werfen ihm da schon mal die Kavallerie entgegen. Oh ne, warte mal, das wollen wir natürlich nicht. Ja, da kriegt er nochmal Oberwasser, das ist mir schon klar. Schnell weg da. Ey, das ist so unglaublich, wie die wie die KI sich immer so schnell aufstellt, ne? Okay, wow, da drüben bricht aber echt alles zusammen, ne? Komm hier, da müssen wir direkt jagen gehen. Das ist definitiv nicht der Befehl, den ich denen gegeben habe. Die laufen zurück, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kommt raus hier, Mädels. Achso, und jetzt... Oh, das mit dem Auswählen, das geht mir auch mal so auf die Nüsse. Da drüben hinschießen, bitte. Wir haben den General getötet, Sir. Nice. Jetzt werden Sie aufgeben.
inspirieren nochmal unsere Truppen. Moment mal, was ist da? Ach, das sind die Voltigeure. Ah, okay. So, jetzt muss ich hier auch ein paar Einheiten versuchen zu retten. Lasst euch Zeit. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ist jetzt natürlich nicht so schlau, da mit denen dran vorbeizurennen, aber... Wir kriegen das schon hin. Komm, versuch auf die zu schießen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das macht nichts. Es flüchtet jetzt, glaube ich, fast alles. Oder? Ne? Es flüchtet alles, genau. Ja, da können wir das Gefecht beenden. Wow, krasser Scheiß, ey. Die Schlacht war heftig. Ich meine, wenn ich das automatisch gemacht hätte, da hätte ich wahrscheinlich weniger Verluste gehabt, aber dann hätte es auch wieder längere Zeit nichts zu sehen gegeben. Oh, ich hoffe, da sind ein paar... Ah ne, da sind keine geheilt worden. Ne? Lösen die sich auf? Ich hoffe nicht, ne? Boah, guckt euch die Kills an. Sensationell. Ungarn Budapest könnte ich hier befreien. Aber die hätte ich eigentlich noch gerne selbst. Denn das hier ist ja noch so eine sehr, sehr lukrative Stadt. Und die hätte ich dann schon gerne selbst. Kannst du übrigens direkt die Infrastruktur bauen, aber 100 pro mein Bester. Okay. Also so ist momentan der Stand der Dinge, ne? Wir haben Österreich wieder komplett in die Ecke gedrängt. Das ist eigentlich gut. Der einzige Nachteil ist, wir kommen hier momentan nicht so wirklich raus. Zagreb brauchen wir unbedingt. Ist ein strategisch wichtiger Ort. Es wäre jetzt an der Stelle nicht unwichtig... Olmütz zu halten. Das ist auch machbar, wenn wir sie von den Steuern befreien. Dann machen wir das nämlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass Österreich einen weiteren Eroberungsversuch startet. Und du willst mir jetzt echt nicht sagen, dass sie so stehen bleiben, oder? Ja, dann grüßt euch ein bisschen. Hallo, 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 schön, großartig, okay, gut. Keine Ahnung, ja, lauf du da hinten, tu zumindest so. Da ist eine Miliz drin. Ich weiß nicht, kann ich noch eine Fußartillerie gebrauchen? Rekrutieren können wir sie mal. Rekrutieren können wir sie mal, okay. Was haben wir hier? Genau. Da haben wir alles gemacht. Auch die salutieren wieder. Sehr, sehr schön. Hier wird nächste Runde ein Großteil meiner Armee fertig. Gut. Das ist aber nur eine. Ich werde noch mehr Truppen rekrutieren.
Okay, dann haben wir 6 Linieninfanterieregimenter, das ist gut. Ja, schön, alles klar. 2000 Kröten übrig und die gehen jetzt in die Infrastruktur. Ich guck mal schnell durch. Also im Idealfall bauen wir irgendwo noch hier so ein Steueramt, ne? Wir gucken mal bei den Provinzen. Sortieren die nochmal ein Einkommen. Also das Ding sollten wir auf jeden Fall bauen. Das dauert 8 Runden. Und ich brauche noch 500 Kröten. Die bekomme ich über Diplomatie auf jeden Fall, denke ich doch mal. Gibt es einen Tausender? Schön. Herr Preußen hat ja schon ganz viele Technologien. Ich muss gerade Es geht aber noch. Es geht eigentlich noch. Ihr werdet diesen Tag bereuen. Oje, oje, oje. Dann will der auf gar keinen Fall, ne? So, gucken wir mal. Schade. Naja, da könnten wir jetzt ewig dran rumprobieren. Aber Leute, wenn ich das jetzt mache, dann flippt ihr ja alle aus. Habe ich auch keine Lust drauf. Wir gucken stattdessen lieber nochmal in die Listen rein. Komm, hier, sabotier die mal. 92% ist doch super. Schade. Aber gut, ist okay. 1, 1, 3, 2. Sehr schön. Danach geht's in die Militärtechnologie. Ich muss mal gerade gucken, wie viel hast du? Da kommt noch ein bisschen was in Kavallerie dazu. Hier gilt natürlich wieder das Gleiche, ne? Total bekloppte Leute. Wo bist du? Auf jeden Fall hier hoch. Okay, dann habe ich auch die ganzen... Ah ja, hier Michel, nee, der muss... Boah, nee, Alter, diese Truppen hier, die sind so angeschlagen, das gibt's nicht. Warte mal. Ja, ich brauche hier da so ein Steueramt. Ah, jetzt muss ich doch noch irgendwas für 200 Kröten verscherbeln. Ah, Dänemark. Ich kann wieder ein Handelsabkommen mit denen machen. Ja, die hat mir wahrscheinlich noch Geld gegeben für das Handelsabkommen. So ein Shit. Feindlich, unfreundlich, feindlich. Ah, das ist auch blöd. Das ist auch extrem blöd. An dem Moment, mit denen konnte ich keine Technologie handeln. Sardinien ist egal. Mecklenburg vielleicht noch. Nee, Mecklenburg auch nicht. Oldenburg. Ja, ist okay. Sachsen. Die Schweizer. Ach, Mist. Okay. Warte mal, nee, das müsste lang, oder? Ja, sehr gut. Okay, ein Steueramt bitte hier. Nächste Runde. Ach ja, meine Edelmänner, die sind ja da auch noch auf dem Weg. Oh, interessant. Haltet bloß die Füße still, meine Freunde.
die Sachsen haben irgendwas vor, das braucht mir echt keiner zu erzählen. Und die Osmanen holen sich hoffentlich Belgrad. Manchmal passiert es ja auch, dass die Österreicher von Revolten geschüttelt werden und dann hat man eigentlich auch immer ganz gute Karten gegen die. Na gut, enttarnt ist nicht schlimm, er darf halt nur nicht sterben, ne? Ja, aber das sieht gut aus. Für uns. Es ist jetzt natürlich echt verführerisch, mit Napoleon hier einfach weiter Richtung Osten zu marschieren. Und mit einem meiner Marschalle das Ganze da zu machen. Aber das ist auch nicht so ganz zielführend. Ja, die Armee muss sich noch ein bisschen erholen. Das langt zwar, um Cagliari einzunehmen, ist aber auch nicht so toll. Gut, wir haben ganz viele Magistrate gebaut, das heißt, es kommt wieder Geld in die Kasse. Unser militärischer Zugriff mit Dänemark endet. Jetzt müssen wir mal gerade schauen. Hier wurde jetzt ganz viel umgeändert von Zivil auf Militär. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist. Zumindest bin ich mir bei den verbesserten Kupferbeschlägen überhaupt nicht sicher. Da würde ich doch lieber sowas machen. Ja, dann hier müssen wir warten, bis das Gericht fertig ist. Okay, dann mach doch hier die 9 Runden, das dauert ja noch eine Zeit lang. Das ist okay in Perugia. Liège ist ja eh bald fertig. Florenz, müssen wir mal gucken, ob wir das aufwerten können. Ah, das wird aufgewertet, da sind wir also dran. Gut, gut. So, jetzt ist die Frage... So. Schutz vor Sachsen oder nicht? Ich würde fast sagen, wir holen uns Zagreb mit Napoleon. Ich habe den eigentlich lieber hier. Ich könnte sogar schon gegen Belgrad vormarschieren. Aber das wollen die Osmanen momentan noch haben. Insofern wird es jetzt unklug, ihnen das wegzunehmen. Das würde sie echt tierisch anpissen. Das ist kein Problem. Wir nehmen eine Miliz. Die Armee da unten packen wir. Stell dich mal hier auf die Brücke. Na, wobei irgendwie, es stimmt ja schon fast wieder jetzt mit dem Pola Couron, weil wir sind ja wieder eine Monarchie, ne? Okidok. Wir müssen außerdem noch rekrutieren. 2 Voltigeure und noch einer von denen. Schwuppdiwupp. Machen wir so einen Chasseur. Ich will hier schon mein Rekrutierungszentrum in Paris, das würde ich schon auslasten. Ja, ist nicht so schlecht. Ne, bleib du wirklich da mal ruhig so stehen. Das ist doch ganz okay soweit. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch nach den Armeen gucken. Milizen, Milizen und so weiter. Ja, da können wir jetzt echt gar nicht so viel machen, ne? Wo wir aber mal nachgucken können, ist, wo wir noch hier diese Gebäude ausbauen. Also in Rom auf jeden Fall.
In Mailand auf jeden Fall. Nächste Runde in Venedig. Jetzt habe ich den Gefolgsmann weggeklickt. Das war vielleicht nicht so clever, aber ist egal. Okay, jetzt können wir auch natürlich wieder... Jetzt können wir auch natürlich wieder handeln. Ja, ich habe es befürchtet. Habe ich noch Interesse, dass du irgendeinem Krieg beitrittst? Mit Schweden vielleicht noch, ne? Okay, das ist doch gut. Dann sind die jetzt auch im Krieg mit Schweden. Das ist doch schön. Also ich habe ja immer ein großes Interesse daran, dass meine ganzen Verbündeten auch alle möglichen Kriege führen. So, das mit Österreich könnten wir auch noch hinkriegen. Schade. Müssen wir gucken, zu einem späteren Zeitpunkt ansonsten. Also ich bin da durchaus bereit, denen auch noch ein bisschen Geld drauf zu legen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich schon fertig war, aber ich glaube ja. Der will damit plündern gehen, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Aha. Sie landen in der Normandie. Nein. Er soll belagern. Und wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Und dann vertage ich die Sachen mit der Schlacht von Trafalgar nochmal. Bis dann sage ich, macht's gut und à la prochaine fois. Tschüss.